Master System war es bei mir. Also Sega, das, die habe ich echt geliebt. Da habe ich so ein Eishockeyspiel immer gespielt und das uralte Sonic auch. Das erste Sonic habe ich da auch gespielt. Das erste Sonic, weiß ich gar nicht, ob ich das auch hatte. Ich hatte Sonic auch, aber ich glaube, bei mir war es schon der zweite. Sonic the Hedgehog 2, glaube ich, war das schon bei mir. Sonic, also das war, und Crash Bandicoot, das war auch der Bruder. Oh ja, das war dann PlayStation 1, ne? Das war PlayStation 1, genau. Genau, ja. Das war schon. Crash Bandicoot, das war cool. Ah, davon habe ich leider nur die Demo gehabt. Das habe ich nie als Vollspiel gehabt. Das habe ich als Vollspiel immer gehabt, aber man konnte es irgendwie nicht richtig speichern da. Also da war noch nicht so speichern, so das. Aber ich habe bestimmt dann irgendwie 50 Mal die ersten zwei Level gespielt. Wenn ich ja manchmal viel Zeit, weil so, da war ich halt noch kleiner und dann durfte ich halt nicht länger. Meistens, also einmal, ich war nur einmal, hatte ich es bis zur vierten Etappe geschafft. Und da weiß ich, da kann ich mich nur ganz gut dran erinnern, da war halt dann schon nur 11 Uhr oder sowas. Ja. Samstags halt. Und da war dann halt, dann habe ich dann halt rumgeheult, weil ich dann nicht weiterspielen durfte. War ich total traurig, weil ich so weit war. Ja klar, als Kind musste man immer so früh ins Bett und ja, das war immer. Auch wenn man länger aufbleiben durfte oder so. Oder wenn man zum Beispiel als erster rein musste und die Kumpels waren noch draußen, dann hat man. Ja, das ist. Also früher war ich echt immer am Quengeln, wenn ich schlafe. Also mittlerweile bin ich da, also ich gehe immer schlafen, wann ich will. Also, ja, also ich gehe auch vernünftig schlafen, weil ich bereue es am nächsten Tag sonst. Das ist richtig, ja. Das lernt man auch mit der Zeit dann erst selber, wann man ins Bett geht am besten und wann nicht. Ja genau, deswegen. So, ach ja. Dann. Aber als Kind nörgelt man immer, ganz normal. Also ich kenne kein Kind, was nicht drum nörgelt. Ja. Dann, jetzt fehlt hier noch so ein bisschen. So eine Ruhezone zum Liegen vielleicht und so ein paar Beete, aber ich frage mich, wie man die Beete am besten machen kann. Beete, was für Beete? Mit Karotten, mit Kartoffeln oder? Vielleicht auch Blumen so ein bisschen so. Ja. Ich weiß es. So. Weil ich weiß jetzt nicht, siehst du mich gerade, wo ich bin? Ja, ich bin. Weil die Frage ist, ob sowas dann nett aussieht. Ich würde mal eher sagen, nein. Sowas würde sich am Wegesrand vielleicht noch gut machen. Genau, am Wege, genau, gute Idee. Am Wegesrand vielleicht, wo man so ein paar Bänke hinstellt und daneben solche Blumentöpfe und bei den Brücken hier oder generell an irgendwelchen Gabelungen kann man bestimmt auch gut Helikopter unterwegs über dem Haus. Ich habe mich schon gewundert, was ist das? Helikopter, ja, ich habe das Fenster auf, sonst gehst du hier tot bei der Hitze irgendwie. Ja, ich habe auch Fenster auf. Kann man sowas dann nicht vermeiden. Ja, oder halt dann noch ein paar Laternchen aufstellen und dann denke ich mal. Sind wir ja, da schon auf einem sehr guten genau. Weg. Ein paar Glowstone-Laternen. So, ich mache hier gerade ein paar. So, ich habe hier meinen Blumentopf gelöscht. Das kann weg, das hier kann weg. So. Der Blumentopf ist gelöscht. Nein! Nein, ich bekomme ihn nicht mehr wieder. Nein! Er ist weg. So. Weg ist weg. Ach da. Gut, die ersten Sitzbänke machen sich also schon Halt hier. Das ist ja schön. Wie könnte man denn Beete machen? Beete wären grundsätzlich auch eine gute Idee. Vielleicht so ein kleines. Genau, ich hätte eine kleine Idee. Hier ist ganz nett. Vielleicht hier ein paar Getreidefelder hin. Und dann könnte man hier so noch Liegen hinmachen. Vielleicht so als Idee. Ein Bett im Kornfeld. Genau. Warte mal, wie könnte man das denn jetzt so? Wer sieht das wie eine Liege aus? Das sieht wie eine Liege aus, ja. Würde ich jetzt mal vermuten. Das sieht doch gut aus. Ja, sieht eigentlich noch. Und dann hier vielleicht, magst du vielleicht das Feld machen? Dann würde ich hier so ein paar Sitzgelegenheiten noch hinklatschen. Ja, ich kümmere mich mal drum. Ich versuche das Ganze noch ein bisschen einheitlich nach unten stufen zu lassen, dass es vielleicht so aussieht, wie als wäre das alles gewollt hier. Oder auch nicht. Ich weiß oder auch nicht. Oder auch nicht. Die liegen. Ja. Oder die macht man weiter hinten hin oder weiter oben oder generell liegen im Park, ich weiß es nicht. Oder man macht hier sowas hin wie zum Beispiel so ein kleines Schirmchen in die Mitte und einen Tisch vielleicht oder sowas wie so ein. Genau, das wär, also liegen ist glaube ich schlecht, wirklich so ein Schirmchen mit dem Tisch, ich glaube das wäre sogar besser. Wie so eine Art kleiner Biergarten im Prinzip noch. Genau. Ja, dann kann man so vielleicht dann dran wirklich so eine Bar machen mit ein paar Schildern. Hier. Die würde ich dann machen, ich mag Bars machen. Das ist gut. Da bereite das ich schon mal die Fläche, Fläche, die Fläche hier nur vor. Fläche, irgendwie mit Sprachfehlern unterwegs. Ja, schon. Es ist schon spät am Tag, hallo. Es ist schon lang, wo man wach ist. Wir haben genau 20.18 Uhr. Seit wann bist du heute wach eigentlich? Schläfst du 10 mal viel Uhr 2. Oh, doch schon relativ früh. Ja, keine Ahnung, also manchmal, also ich bin, generell brauche ich nicht viel Schlaf, also. Ja,
Das war bei mir früher auch noch ganz anders. Jetzt stehe ich ja auch immer um die Zeit rum auf. Aber damals noch, da konntest du bis mittags schlafen und warst dann immer noch müde. Also, nee, also ich bin schon, wenn ich jetzt Ferien habe, ich bleib halt gerne lange auf. Also ich bin eher so ein, und dann schlafe ich auch automatisch lange. Also wenn ich zum Beispiel dann um 3 schlafen gehe, dann stehe ich dann entsprechend auch erst 12 oder sowas auf. Aber ich schlafe nie länger als 1 oder sowas. Das fände ich schon unangenehm. Ja. Dann ist der Tag kaputt. Ja, das ist richtig. Irgendwann denkt man sich dann, oh nein, ganze Tag schon im Arsch, muss schon wieder ins Bett, so ungefähr. Das ist echt so. Und dann bleibt man noch länger auf, weil der Tag dann zu schnell rum ist. Richtig. So Teufelskreis. Da muss ich ja ein bisschen gelohnt haben, also lieber doch noch lange aufbleiben. Ja, ist echt so. So, ich überlege gerade, was wollte ich eben? Ah, Laternen. Ich probiere gerade mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Ich tue hier im Prinzip so eine Mauer hochbauen, wo der ganze Biergarten dann hier oben drauf Platz finden kann, dass man hier so eine Fläche hat. Okay. Schauen wir mal, wie das dann aussieht, würde ich sagen. Bin gespannt. Also, ich bin eh recht gespannt, wie das Ganze im Endeffekt zum Schluss aussehen wird. Es ist auch immer das Geile, finde ich, mit Spezialgästen, wenn du aufnimmst. Du lernst immer extrem viel Sachen, die du bauen kannst, wo du vorher noch gar nicht dran gedacht hast. Ach, das kann man ja damit machen. Ja, stimmt. Minecraft ist ich finde es eh immer etwas unverschämt, wenn Leute zu schnell urteilen und sagen, Minecraft ist behindert. Auch links da Dr. Allwissen, kennst du den? Ja. So, der hat auch zum Beispiel mal gesagt, wieso wird Minecraft so gehypt? Und dann zeigen sie mal Videoausschnitte von irgendwelchen hässlichen, klumpigen Häusern und dann sagt er noch, ja, Minecraft hat eine sehr beschränkte Anzahl an Blöcken und sowas. Ich finde das immer viel zu schnell geurteilt, keine Ahnung. Minecraft bietet so viel. Nee, viel an, mehr als ein Black Ops oder Battlefield teilweise. Mhm. Also ich finde es echt, zum Beispiel, wenn ich dann so welche Videos sehe, wie Minas Tirith oder sowas nachgebaut wurde in Minecraft, und dann sollen sie nicht sagen, ja, Minecraft ist sehr beschränkt an Möglichkeiten. Das stimmt, ja. Ja, sowas hatten die Abonnenten hier auch schon vorgeschlagen. Ich habe auch schon Gebiete dafür eingerichtet. Ich habe ja die Map nachgebaut im Prinzip, beziehungsweise mich orientiert an der Herr-der-Ringe-Map. Also ich habe jetzt wirklich hier ein Gebiet für Mordor, ich habe ein Gebiet, was nachempfunden wurde für Isengard und Minas Tirith. Das soll alles noch drauf kommen. Herr-der-Ringe finde ich auch ziemlich geil. Ich habe auch früher so, als ich so mit Minecraft angefangen habe, so ein Crack-Server für kleine Kinder so, hatte ich dann auch, hat mir auch so Herr-der-Ringe quasi, hat man so eine Stadt dann Mordor, ich habe dann Mordor verwaltet, das habe ich, nicht Mordor, wie hieß das, Moria habe ich war. Moria, ja. Genau, das habe ich dann verwaltet und dann haben wir das auch in den Berg gebaut und sowas halt, das ach, mit geil. So Säulen oder so. Das war schon ziemlich cool. Ja, das hat ja auch schon jemand angefangen, sowas wie Moria nachzubauen, aber das ist auch noch lange nicht fertig, da existiert auch schon viel direkt unter der Stadt im Prinzip. So eine Art Zwergenstadt ist jetzt nicht direkt Moria, weil Moria ist ja eigentlich ziemlich weiter weg. Aber ich bin gespannt, was noch so alles kommt, und ich bin auch noch auf der Suche zum Beispiel nach guten Bauern, die da gerne immer mal mitbauen würden, weil wir haben ja zum Beispiel auch einen Herr Sommer, von dem ich das Texture Pack nutze, der baut immer regelmäßig hier drauf, der macht auch selber ab und zu mal eine Aufnahme. Sonst wäre der ganze Server noch gar nicht so weit, wie er ist. Die ganze Stadtmauer ringsrum zum Beispiel ist von ihm, oder ein Schloss hat einen Großteil gebaut. Das Schloss sah schön aus, also ich fand, das war hier so das beste Gebäude, was ich so gesehen habe. Also es war wirklich schön. Ja, das hatte ich angefangen mal, aber dann stand ewig nur die Frontfassade, bis ich dann Herr Sommer als unterstützenden Bauer dazu gewonnen hatte. Und dann hatte ich auch wieder Bock drauf, das Gebäude zu bauen. Weil so ein Riesengebäude komplett alleine bauen, da fehlt mir dann mittendrin irgendwann mal ein bisschen die Lust. Ich baue ja auch Redstone-Maps so, und alleine hat man da nicht immer Lust. Hm. Was hast du eigentlich für ein Texture-Pack gerade drin? Dampelt mir gerade die. Was? Dampelt die? Hallo? Hallo? Weiß-Weiß? Hä? Hallo? Oh, Weiß-Weiß ist weg im Skype. Sie sind offline gegangen. Ach nein. Überprüfen Sie, ob Sie mit dem Internet verbunden sind. Scheiße, bei mir scheint gerade das Internet abgekackt zu sein. Ja, Internet Server. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. So, jetzt läuft sie da. Jetzt immer wieder da, Leute, hier. Zurück im Showplay Minecraft. Ja, Inet abgekackt. Das ist irgendwie. Böses Kelturio. Böses Kelturio. Ja, ganz böses. Ah, das ist echt ein Drecks-Internet. Wir haben hier seit
zwei, drei Tagen jetzt das Problem, dass es ständig abkackt. Also, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mich dann mal wieder beim Provider beschweren. Wobei, da hatte ich mich ja schon mal beschwert. Das Problem ist aber, also wir sind bei 1&1 und die haben mich dann aber an die Telekom verwiesen, weil sie gesagt haben, hier, die Telekom, die hat die Leitungen da verlegt. Und das Haus ist hier aber so dreckig, weil sie aber wahrscheinlich alle Pornos saugen. Dass solche Aussagen kommen direkt von Telekom. Ja, also es ist halt blöd, wenn man in so einem richtig Mehrparteienhaus wohnt und alle saugen. Weil selbst alleine, wenn ich hier schon das WLAN anschmeiße und gucke, da empfange ich schon mindestens 20 WLAN-Stellen hier im Haus. Also da, ja, das ist kein Wunder. Ich habe hier ein Haus, wo wir alleine wohnen. Ich habe eine 100k-Leitung. Jetzt beneide ich dich. Ja, es war schön. Also erstmal hatte ich eine 2k-Leitung, ja, dann eine 16k, dann eine 32k und jetzt eine 100k. Ja, wir haben 16. Und davon kommen, wenn wir Glück haben, gerade mal 6 an. Also es ist auch noch richtig super schnell. Ja, also das heißt, ich hatte, also da war auch noch nicht, hatte ich noch kein YouTube und so gemacht, hatte ich aber noch die 2k. Mhm. Also dann haben wir das aber so auch geholt, da hatte ich die 16k, aber da kam auch irgendwie wenig an, das war sehr buggy und es war auch scheiße für mich hochzuladen. Und dann hat mein Vater sich erbarmt um 32k und dann haben wir gesehen, dass wir 100k für 10 Euro mehr im Monat haben können und dann hat sich mein Vater wieder erbarmt. Bei was für einem Anbieter seid ihr da? Kabel Deutschland? Unity Media. Oh, okay. Kenne ich noch also, gar nicht. Perfekt. Also perfekt. Also Unity Media, genial. Wir hatten, also ich bin nur sehr positiv, also, ein paar Mal ist abgeschmiert in letzter Zeit, aber keine Ahnung, hat jetzt wieder aufgehört, seit 2 Wochen alles glatt. Mal so, zum Beispiel, ich kam von der Schule, kein Internet, quasi, ich hatte dann meinen Vater angerufen und so hat sich dann beim Support da gemeldet. Und die haben halt gesagt, dass die Glasfaserleitung da komplett gerissen war in der Innenstadt. Ja. Und da haben sie gesagt, ja, sie hoffen, dass sie am Abend fertig waren. Aber wir haben gedacht, das dauert ewig, weil manchmal sowas Wochen dauert. Und dann 2 Stunden später hatten sie das schon repariert. Oh, ja, schneller Service. Also sie hatten da sofort Glasfaserkabel, sofort alles repariert. Und das war echt Hammer. So, ich fliege jetzt die ganze Zeit nur im Kreis rum. hast du es jetzt, also ich würde es ehrlich gesagt nicht zu voll prüfen, sonst sieht es wieder unangenehm aus. Also ich würde jetzt eigentlich die Bar fertig machen und es dann so fast dabei belassen. Also die Bar, na, das ist hier die Fläche, die ich jetzt mache, ne? Genau, die Bar, dann genau, ja, da die Bar hin. Ja, genau, und der Rest, da hast du recht, das sollte man nicht zu voll machen. Das sieht einigermaßen schon ganz gut aus. Man könnte vielleicht noch nur hier und da vielleicht noch ein schön platziertes Bäumchen setzen. Genau, ich habe mir gedacht, da fehlt irgendwas. Dann mache ich die Bäume, dann kannst du da weitermachen. Okay, dann mache ich erstmal den Grund so weiter fertig und dann... Dann wart das ja schon fast hier. Das soll ja gemütlich sein und nicht wieder industrialized irgendwie. Genau, das ist so. Ich würde auch nicht mal gucken, wie viele Bäume ich mache. So, das sind jetzt hier 3 Stück. Wie groß sind denn da ungefähr immer deine Videos, die du renderst? Weil mich würde mal interessieren, wie schnell die 100k-Leitung so ein Video hochlädt. Also ich habe immer 1080p HD. Warte, ich gehe ganz kurz in meinen Ordner, dann kann ich sagen, wie lange so ein 15-Minuten-Video dauert. Oder wie viel MB das halt hat und... Also, eine Sekunde, ich gucke jetzt nach. Jo. Ich nehme einfach ein 15-Minuten-Video raus, damit das passt. Okay, schön. Nee, das ist 25 Minuten. Also, jetzt, ich habe hier ein 27-Minuten-Video, das ist 1,3 Gigabyte. Aha. 5, warte ich. Eine Sekunde. Ich bin jetzt leicht verwirrt gerade. Kein Thema. Weil ich finde. Ah, jetzt endlich. Jetzt hier ein 20-Minuten-Video, 2,8 Gigabyte. Oh. Also ich renne damit 8000 Bit oder sowas. Mhm. Und 1080p HD und ich habe jetzt gerade hochgeladen eins. Das war, ich guck nach, wie lang das ist. Das war jetzt 18 Minuten lang und dafür habe ich jetzt 15 Minuten hochgeladen. Das, normalerweise lade ich so ein Video in 20 Minuten, 15, sogar 10 Minuten hoch, aber YouTube ist seit 2 Monaten, kommt YouTube nicht mehr hinterher. Oh, okay. Also von Woche vor Woche nahm das ab und ich habe nachgeguckt, mein Internet hat sich nicht verschlechtert und YouTube konnte einfach nicht mehr damit klar so. Ach, YouTube hat ja momentan Probleme. Okay. Quasi. Es lädt nur so langsam hoch, weil YouTube schlecht ist. Ach, es liegt wieder mal an YouTube. Da hat man schon mal so eine schöne Leitung und dann kommt YouTube nicht hinterher. Was für ein Witz eigentlich. So. Gut, da haben wir den Barbereich hier schon mal so den Eingang. Fertig. Dann könnte man, mache ich mal die Bar hier. Quasi, ja. Hier in diese Richtung, hätte ich jetzt gesagt. Hier ist die Bar dann, wo ich hüpfe. Also entweder
weiß nicht, also entweder die Bar da oder die Bar halt hier so in der Ecke und die ganzen Tische dann halt hier so am Rand, dass die Leute hier runter gucken können, wenn sie sitzen. Stimmt, dann hier in die Ecke sogar. Ja, genau. Dann versuche ich mal eine einigermaßen schöne Bar zu machen. Dass wir da einfach